Habe ich euch gesehen? Braucht gar nicht so zu tun, als hätte ich euch nicht gesehen. Ich hab euch genau im Auge, ihr Süßen. Na, wie geht's? Tag gut überstanden? Ah, meine war so schön und gleichzeitig unfassbar anstrengend. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also wirklich. Also es war super toll. Ich war mit meiner kleinen dreijährigen Tochter unterwegs, zusammen mit ihrer vierjährigen Freundin und Heidenai. Heidenai, Heidenai. Die zwei liebsten Mädels auf der Welt, die man sich nur vorstellen kann. Aber Gott, bin ich fertig gewesen danach. Wir waren 3 oder 4 Stunden in so einem Riesentrubelland. Und ich habe mich nicht getraut, die Kinder alleine zu lassen. Also bin ich ständig überall mitgekommen. Und ich bin aus allen Poren, als ich nachher zu Hause war, so richtig so. Bin ich so richtig gefallen. Muss mal gucken, ob der Ton halbwegs in Ordnung ist. Ansonsten können wir eigentlich direkt reinstarten. Einen Moment. Einen Moment, ich hab's gleich. Gleich sehe ich's. Ja, hört sich erstmal ganz gesmeidig an. Ich werde mit diesem. Mein Mikrofon auch nicht warm mehr. So, ein Moment durch. Unos Moment durch. Ich hab's gleich. Geht gleich los. Ich denke, es ist gut. Ich denke, es ist vollkommen in Ordnung. Genau. Sehr schön. Uiuiui. Naja, so schaut's aus, so war's. Und es war aber trotzdem ultra schön. Also kann ich sagen, was ich will. War richtig, richtig toll. Wir gehen rein. Ich habe noch nicht eine Sekunde gespielt. Ich habe nur, ja, ihr kennt das ja, mein Lieblings. YouTube-Kanal für Indie-Games geguckt. Und zwar. So. Und zwar. Best Indie-Games. So heißt er. Ganz schlicht und einfach. Und da wurde das Spiel ihm vorgeschlagen. Es sah ganz cool aus. Ich hab's gesehen, gibt auf Deutsch. Also gehen wir einfach mal rein. Muss mal gucken. Mal gleich gucken, ob das Bild und so alles in Ordnung ist. Nutze die Pfeiltaste oder linken Stick, um dich zu bewegen. Oh, aber schnieke sieht's aus. Ich schon mal drauf. Okay, er greift schon mal von alleine an. Okay. Ganz kurz. Ihr wisst, kein Professor. Der Stream. Okay, jetzt habe ich Münzen. Offensichtlich. Alter, das sieht aber. Fühlt sich smooth an. Benutze Umschalttaste oder RT, um zu sprinten. Aha. Wenn deine Gesundheit voll ist. Ja, ich sehe nirgendwo eine Gesundheitsanzeige. Was ist das? Das scheint. Warte ganz kurz. Das scheint unsere Basis zu sein. Das gedrückt ist zu bauen. Okay. Ich glaube, ich brauche die Maus hier gar nicht. Nacht greifen Feinde an, halte Leertaste gedrückt, um die Nacht zu starten. Na dann starten wir mal die Nacht. Kommen die nur aus einer Richtung? Es sieht cool aus. Es sieht vor allem so smooth aus. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es so gut aussieht. Ich meine, ich habe es zwar im Video gesehen, aber da kann das ja auch manchmal täuschen.
Achso, benutze Leertaste, um deine aktiven Fähigkeiten einzusetzen. Hängt davon ab, welche Waffe du vor dem Start eines Spiels ausgewählt hast. Momentan ist Nahkampf. Ach so. Okay. Müsste ich Leertaste drücken, oder? Okay, investiere im Bau. Alles klar. Musst du tippeln. Okay, gut. Investiere dein Gold in den Bau von Häusern. Okay. Kann ich das nicht selbst auswählen? Fantastisch, eine gute Wirtschaft ist der Schlüssel zum Erfolg. Jedes Haus, das du danach besteht, bringt dir am nächsten Morgen etwas Geld ein. Du hast kein Geld mehr, also okay. Ja, toll, ich das gewusst, habe ich einen Controller angeschlossen. Kann ich auch so machen? Juhu. Greifen die mich überhaupt an? Eine große Armee nähert sich für klug zusätzliche Verteidigungsanlagen zu errichten. Dann machen wir das. Der Wall ist in Auftrag gegeben, Sire. Na dann. Kann ich Schaden kriegen? Aha, offensichtlich. Okay. Warte. Ah, okay, ich krieg von denen direkt Gold. Crusader Spiel, Sir. Offensichtlich nicht. Ah, okay. Jetzt habe ich mit 7 Gold. Jetzt kann ich mir ein Upgrade nehmen. 75% HP, Angriffsschaden für deinen Charakter. Jeden Morgen wird ein Level Haus aus automatisch ein Level 2. Aha. Aber da habe ich das jetzt freigeschaltet, muss ich mir das aussuchen. Nehme ich das erstmal. Mehr Gold, erstmal besser. Ich grüße dich aber erstmal, Isilda. Solange du Level 1 Häuser besitzt, erhältst du jeden Tag ein Level 2 aus kostenlos. Dann wird schon also stelle sicher, dass du zusätzlich Verteidigung baust. Okay. Ah. Okay, das sind also Verteidigungstruppen. Die kosten 4 Gold. Kosten 3. Und das ist ein Wall. Okay. Na dann. Dann wollen wir wieder in die Nacht gehen. Nee, nee, das ist was anderes. Das ist, das habe ich ein bisschen ausprobiert gestern, Tribes of Midgard. Oder vorgestern. Also ich will bloß immer ein paar Games haben, die wir im Multiplayer spielen können, weißt du? Oder immer ein paar Games auf der Kante haben. Ist okay. Also bisher war es okay. Ich habe 9 Gold. Schalte die Option frei, Felder zu bauen, um das Einkommen zu steigern. Ein Haus kostet 2. Das sind wahrscheinlich Defense-Jungs. Was ist denn hier? Das ist eine Mauer. Davon kriege ich 3. Die Mauer brauchen wir ja bisher nicht. Dann würde ich gerne erstmal unser Income erhöhen. Unser Income erhöhen. Jetzt habe ich noch 5. Würde ich das gerne mit den Feldern machen. Explosive Falle. Die Mühle explodiert, wenn sie zerstört wird, verursacht massiven Schaden an der Umgebung mit jedem Upgrade der Mühle. Was?
Jedes zukünftige Rate dieser Mühle steigert ihr Einkommen plus. Aha. Machen wir noch das. Gehen in den Krieg. Oh. Oh. Okay, da muss ich erst nah dran sein und dann geht der Cooldown erst. Okay. So, wie viel Gold kriege ich jetzt? 15. Das ist doch okay. Ah, dann hole ich uns eine Armee. Prinzessin vielseitig und gut gegen Fernkämpfe angreifen. Pariert, gepanzert. Speerkämpfe sind schneller und starke Einheiten fügen schnellen Gegnern extra Schaden zu und verlangsamen sie. Keine gute Wahl gegen Fernkampfeinheiten. Aha, wir haben normale und Fernkampfeinheiten. Nehme ich erstmal die, weil da jetzt ja welche. Kann ich das auch gleich upgraden? Um Einheiten zu befehligen. Halte die Steuerungstaste. Die Steuerungstaste gedrückt und deine Einheiten auszuwählen, geht zu dem Zielort. So, bist du jetzt hier hingesetzt? Aha. Okay. Schon mal nice aus. Was ist das? Ah, noch ein Wachturm. Ach, die können wir auch noch upgraden. Uhuhuhu. Gold oder? Ach nee, wir haben noch gar keine. Ah, das passt ja perfekt. Dann nehmen wir die, graden den ab. Mal so. 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 Und dann gehen wir in die Schlacht. Na, guck mal, die gehen direkt drauf. Nennt mich den kämpfenden König. Wie dicht muss ich denn dran sein, bitte? Aha, geht. Du kannst Einheiten auf die Position zu halten, wenn du deine Einheit platzierst. Okay. Könnt hier bleiben. Hier könnt ihr bleiben. Kann ich das auch upgraden, das Tor? Scheint nicht so der Fall. Nehmen wir noch ein Haus. Siehst du, das kriegt eh automatisch nach jeder Runde ein Upgrade. Das Haus ist noch komplett offen. Machen wir die Mühle? Ich habe 14. Pass auf, wir graden das mal ab. Das mal. Das wird nächste Runde automatisch abgegradet. Dann habe ich noch 10. Das würde ich gerne in zwei krassere oder in den Turm investieren. Und in den Turm da. Ah, und in das. Dann kann ich. So. Und dann können wir wieder in den Kampf starten. Oh, Heidenei. Aber die Jungs räumen schon mal gut auf. Macht okay. Könnt hier bleiben. Wo gehst du denn hin? Mitkommen. Hier bleiben.
Nicht weglaufen da unten, kleiner Mann. Habe ich gar nicht gesehen. Und die sind jetzt alle abgegradet. Dann 8 Gold. Locker. Und noch den Turm. So, dann folgt mir mal bitte. Hier hin bitte. Da hinten ist noch was, das habe ich gar nicht gesehen. Wollte ich es auch upgraden? Ja! Herzlich willkommen bei den Häuslebauern. So, euer Lord, bist du bereit für etwas? Für eine kräftige Keilerei? So lasset uns beginnen, Freunde der Nacht. Los, meine Freunde. Zeigt ihm, mit welchem König sie sich anlegen. Und zwar mit König Prügelmir, dem Ersten. Ach, guck mal, wenn einer drauf geht, dann kommt gleich der Nächste. Okay, das ist cool. Ah, die werden gleich nachproduziert, okay. Euer König vermag mit Pfeil und Bogen genauso gut umzugehen wie mit Worten. Treffsicher und delikat. Nennt mich Tutorial Man. Denn er ist der Man, der das Tutorial kann. Meine Sklaven. Leichte Speere, schneller Angriff, verursacht zusätzlich Schaden gegen alle Bewegenden, verlangsamt. Aktiv heilt dich und erhöht das Angriffstempo. Aha! So haben wir unser erstes Königreich erfolgreich verteidigt. Auf das das zweite ebenfalls von einem glorreichen Sieg gekrönt ist. Oh, ich würde mal gerne mit dem Speer kämpfen. Gegner lassen weniger Gold fallen, aber du hättest 20% Punkte und XP. Feinde verursachen deutlich mehr Schaden, aber du erhältst 20% mehr XP und Punkte, wenn du gewinnst. Gegner haben deutlich mehr Lebensenergie. Deine Türme haben viel größere Reichweite, fügen Feinden erheblichen Schaden zu. Zündung produziert Gold. Und dieses Einkommen steigt endet bei jedem Upgrade. Fuchszentrum produziert Gold. Wir sind gierig. Bin nicht würdig, den Dreck unter ihren Fußsohlen zu essen. Wohl an, mein kleiner Isilda. Du würdest es nicht mal wagen, die Krümel meines Fußes zu denieren. Denn selbst von ihnen geht feinster Duft aus, welcher deine Nase umhüllt und dich ganz willenlos macht. Ich würde gern alles anmachen. Ich kenne kein Risiko. So, erstmal eine Mühle. Was machst du mit mir, wenn ich willenlos bin? Die Dinge, die nur ein Herrscher mit seinen Untertanen tut. Freund. Und hoffe, dass dies niemals geschehen mag. Denn dies würde bleibende Schäden hinterlassen. Wo selbst ein Priester die Korrotation nicht erreichen würde. So, nun bin ich aber
mit meiner Aufgabe gefüllt, den Gegner zu zerhacken. An Einfachheit war dies kaum zu übertreffen. Nicht aber, Sir. Du sei glücklich, wenn ich nicht meine volle Wut entfache. Hey. So, lasset den auswärtigen Posten in Ruhe. Ihr Unkraut. Ja, ich glaube, ich habe es mit den Perks ein bisschen übertrieben. Scheiße. Oh nö. Wie ätzend. Ja, okay. Ah, ich nehme 2 Perks raus. Ich bin nicht tot. Ich habe nur den Schlacht verloren, mein Freund. Der Krieg ist noch nah. Ich mach mal, dass die mir Schaden machen. Das ist okay. Das gemeine Volk mag sterben. Ich jedoch, mein Freund, werde immer überleben. Wieso habe ich den denn nicht vorhin gebaut? Und das random die Position? Hm. So, nehmt mein Speer und lasset ihn in euer Gesicht wandern. Dankeschön. Darf ich mein Inneres nach außen treten lassen, nach ihren Direktor? Ja. Es sei ihnen erlaubt. Oh, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel investiert. Egal. So, komm mit Abschaum. Na? Dieser Turm wird bestehen bis zum letzten Tag. Ich den noch nicht upgraden? Tun Sie dies. Tun Sie dies. Sir Isilda. Auf dass Sie wohl wenigstens etwas Ehre empfinden. Kostet, ich glaube, ich mache noch so einen Turm. Mache ich das Upgrade? Und zwar das ist ja insane. Und jetzt kann ich das auch erst upgraden. Okay. 20, da kann ich mir Einheiten holen. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ih! Alter Schwede! Ich sah diesen Schaden nicht kommen.
Ach cool, das ist danach wieder da. Oh, nice. Okay. Wir bekommen 12 Gold. Wir brauchen eine Armee. Der König benötigt eine Armee. Was, nur 4? Auch nur 4. Wohl an. Um Fernkämpfe, ne? Oh. Ah, okay, es gibt einmal Nahkampf und einmal Fernkampf. Okay, Langbogenschütze verfügen eine hohe Reichweite, sind aber ziemlich fragil, hervorragend. Blablabla. Aha, okay. Gut zu wissen. So folget mir. Nein. So folget mir. Und stellt euch schützend. Eigentlich hinter der Mauer, ne? Hierhin? Habe ich noch 4? Ich habe noch 4. Warum mache ich das denn nicht? Ihr stellt euch hierhin. Ihr bleibt hier. Und dann schauen wir, was passiert. Auch ein König muss erstmal seine Untertanen zu lenken lernen. Denn auch wenn er eine von Gott gegebene Stärke hat, heißt es noch nicht, dass er alle seine Untertanen bereits in- und auswendig kennt. Alter, die folgen mir ja. Und wie bereits gelernt, durch die Vorrunde werden die immer gleich nachproduziert, was schon mal sehr gut ist. Würde ich gleich gerne upgraden. Und das ist ja richtig cool. Was kommt denn von alleine? Was ist hier hinten? Acht habe ich nur. Würde sonst ganz gerne die noch upgraden. 6. Ich weiß doch nicht. So eine Mühle? So eine Mühle ist eigentlich ganz praktisch. Mühle explodiert, wenn zerstört wird, verursacht Massenschäden. Ah. Machen wir mal einen kleinen Defensivposten draus. 1. 2. Und wo ist die 3? Achso, das ist die 3 dann quasi. Oh, ich könnte noch hier einen machen. Okay. Okay, die kommen alle von da unten. Das heißt, folget mir. Hierhin. Obwohl, könnte auch ein bisschen im Schutze der Türme ein bisschen kämpfen, ne? Also so hier eher. Lass ich sie stehen. Und dann auf meine langen Bogenschützen. Kommt der Tag, an dem die Welt untergehen wird. Aber dieser Tag ist nicht heute. Geh mal bitte das Tor zu lassen. Danke. Ha. So eine Wand ist schon was Geiles, was? Und die Mauer steht. So preiset den Lord für seine Genialität. Auf dass das Gold in Strömen fließe.
Ah, ich hätte mal bessere Einheiten nehmen sollen. Weiß nicht, warum man die eigentlich nicht rauslassen sollte. Ihr müsst bloß hinter den Jungs bleiben. Der Rest ist mir eigentlich egal. Auf, meine Freunde. Tod! Nicht auf mich. Autschi. Eieieiei. Hier haben wir, komm. Ja, Bogenschützen. Vielleicht gegen Mannen ganz gut. Aber gegen eine gut bebaute Feste. Wirkungslos. So, jetzt kommt hier was aus dem Wald oder was? Ja, warte mal, wir können noch ein Upgrade machen. Einheit muss wegen sie schneller, wenn du sie befehlst. Du hast eine Heilungsaura, die Verbündete heilt. 30% höhere Gesundheitsschaden für deinen Charakter. Ich nehme mich eher so als Kommandant. Oho. Stell den Stuff mal hier hin. Ja, der Stuff. Ja, mal hinstellen. Ihr müsstet auch mitkommen. Stellt euch bitte einmal hier hin. Und dann bin ich mal gespannt. Vorhin haben wir ja auch die gleiche Anzahl, glaube ich, gewährt. Oh nein, sie fliegen. Fliegen? Wieso fliegen die? Welch ein Unding. Dies war nicht vorherzusehen. Welch Frechheit. Was heißt denn das X? Ist das, hier sind kaputt? Da kommen jetzt eine ganze Menge. 15. Ich mag gern die Mauer hochsetzen. Weiß das bloß, die geben nächste Runde nichts. Die wieder aufgebaut werden mussten. Welch Irrsinn! Ach cool. Gibt es denn noch mehr denn? Okay, alles klar. 3. Das hat auch 3. Da von unten nichts kommt, würde ich jetzt einfach mal ganz frech die hier hinsetzen. Hier hinsetzen. Würde ich euch hier kämpfen lassen. Da kommen ganz schön viele von diesen Fliegern. Nee, nee. So, ihr stellt euch hier hin. Haltet hier die Stellung. Oh Gott, ich glaube, ich muss mal nächste Runde ein bisschen. Was Spam. Das geht ja so nicht. Also warum deutlich mehr Einheiten? Also die Wand steht auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin vom Pferde gefallen.
Oh. Ich glaube, ich nehme bei der nächsten Runde wieder Pfeil und Bogen. Okay. 26. Das wird heavy. Da komm. Sind wir voll? Muss alle mitkommen? Vielleicht hier hin. Hier ist unsere Verteidigung. Freunde, es geht los. Oha. Das scheint zu funktionieren. Die Bogenschützen tun ihre Sache. Okay, die sterben mit einem Schlag gegen die Dudes hier. Aber so viel mehr Energie habe ich auch nicht. Haha. Seid stolz, dass ich euch beschütze, meine Freunde. Nichts ohne geht der nochmal ab. Hätte ich gern. Aua. Dann hätte ich gerne noch. Kennt man hier noch einen Tower? Nee, das ist nur ein Häusle. Bei 4 ist sehr günstig. Die Speerkämpfe. Nochmal 8, 8 machen. 8. Und 8. So. Hinstellen. Könnt euch hier hin. Oh, kann ich hier noch. Ich kann ja noch einen Turm bauen. Ist ja gar nicht so teuer. Oh, ich kann hier überall noch Türme. An jeder Ecke kann ich noch Türme bauen. Okay, das ist krass. Und von links kommt nichts. Das heißt, ich nehme euch alle mit. Ihr stellt euch alle schön sicher hier rein. Und so lasset den Krieg walten. Cool, wie sie einfach rausrennen. Aber naja, so halbwegs passt das ja. Wie schon gesagt, beim nächsten Mal nehme ich wieder den Bogenschützen. Nein! Ein Durchbruch! Auf der Nordseite! Ob das euer jämmerliches Leben dahin schmelzen möge. Oh oh. Ah, die kommen hier unten zurecht. Das ist schon mal gut. Aua! Oh, meine tapferen Mannen halten sich exzellent.
Ein Sieg wurde mir gegönnt. Kann ich den Turm jetzt noch upgraden oder nicht? 15. Entgeht die Form des Turms. Ach komm, ich will wenigstens mal sehen. Ah, halt, 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 halt. Kommen jetzt alle von hier unten. Dann lasst mich mal komplett aufwerten. Erhöhte Reichweite, fokussiert. Dieser Turm wird zu einer gepanzerten Festung. Schlecht bezogen. Angriff. Das kostet 11. 16, 16. Das kostet auch zu viel. Würde ich den noch upgraden? Hier noch das Feld setzen. Hier noch ein Feld. Dort noch ein Feld. Und ein Häusle hätte ich noch gerne. Ja, noch ein zweites irgendwo setzen? Komm schon. Stimmt hier, oder? Ja. Wo rohe Kräfte sinnlos weiden, kann kein Feind die Stellung halten. Das ist unser Motto. So, mein Mann. Ein großer Krieg wird kommen. Wir nennen ihn der Krieg der Baumdichte. Möge die Baumdichte zu unseren Gunsten gestehen. Und lass uns nicht zu dicht werden des heutigen Abends. Ich hab Angst. So, haltet weiterhin glorreich die Stellung, meine Mann. Lasst diese minderwertigen Kreaturen nicht einfallen in unsere Siedlung. Kann er nicht angreifen? Schieß mich sofort tot. Interessant. Kann ich dich vorschieben? Los, greif an. Los, mach. Greif an. Trau dich, dichter. Miranda. Und rein. Boah, da kommen nur 5. Aber das sind bestimmt dicke Brummer, ne? So, kann ich noch ein bisschen Gold generieren. Ich glaube, danach kommt noch eine Runde, ne? Steht das da irgendwo? Ich glaube, es kommt nur noch eine Runde. Das heißt, wir werden das Haus auch nochmal upgraden. Upgraden. Das wird nächste Runde von alleine geupgradet. Dann haben wir die alle voll. Mit dir? Komisches Haus. Dann haben wir nochmal die Mühle. Also Bogenschütze können wir nicht mehr machen. Nochmal 16 würde das kosten. Haben wir hier auch nochmal 16? Nochmal das Feld. Dann gucke ich, was davon übrig bleibt. Wenn denn 16 übrig bleiben, dann investieren wir das in neue Einheiten. Na komm. Lassen wir so. Speerkämpfe, Schwertkämpfe, Speerkämpfe, Schwertkämpfe, Speerkämpfe, Schwertkämpfe. Schwertkämpfe. Meine Lieben, ihr müsstet euch schon. Oh, hier positionieren bitte. Oh, ich sammle euch auch mal alle mit ein.
So. Madame et Monsieur, ihre Verteidigung angekommen. Und auf dass der Wuselkrieg beginnen möge. Da kommen jetzt nur 5 von? Oh, hauer, hauer, ha. Oh, oh, what the fuck? Ja, wie sollen wir das denn verteidigen? Ach du heilige Kacke. Hier, dass es die letzte Welle ist, brauche ich jetzt auch kein Geld mehr reinstecken in Erzeugnisse. Hier alles. Schaden rein, würde ich sagen, oder? Kann ich hier noch machen? Das ist alles ziemlich gemixt, ne? Na, komm mal hier. Kommt mal mit ihr. Macht hier die Front. Am besten hier so. Von hier unten kommen viele große. Die slowen wir mit unseren Boys auf jeden Fall. Hier. Versuchen es zumindest. Ja, da kommen die Großen. Da auch Große kommen. Wie soll ich es einfach durchmischen? Dass ich so sage, 5 jeweils davon da. Ja, wir machen das. Obwohl, hier kommen nur die Flugviecher, ne? Da brauchen wir die Bogenschützen alleine. Okay. Nimm ich aber mal hier von die Hälfte. Also wenigstens ein paar 5. Hier hin. Nee. Hier 5 kommt mit. Ach, krass. Okay, da wäre noch was gewesen zum Gegner bauen. Zum Einheiten bauen. Ach, schade, die hätte ich noch gerne mitgenommen. Na gut, dann ist es halt nicht so. Und dann auf in unsere letzte Schlacht, meine Freunde. Möge Odin euch treu sein. Oder an wen ihr auch immer glaubt. Okay. Wenn die alle nach und nach kommen, wäre das ja gar nicht so unpraktisch. Muss davon immer einen rauscatchen im Idealfall. Kommen nach und nach, oder? Kommen gar nicht alle gleichzeitig. Okay, vielleicht muss ich im Norden die Stellung halten. Okay, das scheint mir doch eine valide Aufstellung gewesen zu sein. Bisher. Hallo, Freunde. Hier bitte einmal. Der Turm ist hier schon erledigt. So, die greift ihr nicht an, weil ihr keinen Bock habt, oder? Oh Gott. Nein! Los, komm, 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 komm. Hui, das war knapp. Oh, da kommt noch mehr. Ja, wenn jetzt irgendwo was von der anderen Seite kommt, bin ich einfach mal am Arsch.
Und Rainer. Komm, bitte lass das die letzte gewesen sein. Lol, da kommt noch eine. Ich wollte sagen. Es ist der Win. Es ist der Win. Oh yeah. Okay. Hast du wahrhaft ein neues Upgrade? Für deine Nahkampfeinheiten freigeschaltet. Ah, cool. Der gute Morgenstern. Deutlich mehr Gesundheit, schießt Pfeile viel schneller und hat zudem eine größere Reichweite. Mhm. Du hast ein Perk, das du jedes Spiel mitnehmen kannst. Was sagt ihr? Haben wir das gerade hier gelöst oder was? Haben wir nur 3 von 6. Was heißt das? Entschuldigung. Aha. Also sollen wir das noch basten? Wieso haben wir hier nur 3 von 6? Das würde mich mal interessieren. So, wir nehmen diesmal den. Wir können 2 Perks mitnehmen. Da würde ich auf jeden Fall den. Ja, komm. Mutation nehme ich erstmal raus. Fest, okay. Erreiche einen Sieg. Okay. Erreiche einen Sieg ohne. Okay, haben wir. Erreiche einen Highscore von 12.000. Ah, okay, gut. Also, wenn ich den jetzt mit reinnehme, dann haben wir 1, 2, 3 schon mal fertig. Ja, und Turtle. Wir gucken erstmal noch, was wir an Perks und Waffen kriegen und dann können wir immer noch weiterschauen. Aber so, denke ich, können wir es erstmal angehen. Reiter Akai. Okay, okay, die kommen von hier. Und den hier lang. Und hier rum, würde ich mal vermuten. Das hier? Eine Mine. Eine Mine. Goldminen generieren anfangs ein hohes Einkommen, das mit der Zeit abnimmt. Bewegungsbundes. Aha. Dann ist hier die Kaserne. Verteidigungsturm. Mühle. Verteidigungswall. Anlagen. Okay, okay, okay. Die ersten werden wir eh zum Sneaken sehen. Erstmal, wie stark sind. Und ich hätte gern gleich ein bisschen mehr Gold. Das kostet 7. Dann würde ich ein Haus nehmen. Lass mich kurz rechnen. 5, das ist 6, das ist doof. Nehmen wir erstmal raus. Dann haben wir noch genau 7. Können wir das upgraden? Ja. Dann können wir auch, glaube ich, direkt Wallanlagen irgendwo hin pflanzen, wenn das geht. Hier nicht. Da wäre zum Beispiel eine. Schnieke, schnieke, schnieke.
sind die anderen Wallanlagen? Da. Burgfried kann ja ruhig am Anfang ein bisschen angegriffen werden. Den stört das ja nicht. Dankeschön. Kommt von hier welche. Dann lasst uns mal überlegen. Also auf jeden Fall würde ich gerne mir die Goldregeneration anschauen. Generation. Bei 5. Jetzt kommen 18 normale Reiter. 9 von diesen anderen Dudes. Dann werden wir uns die Mine später angucken. Ich will erstmal die Morgensternis angucken. Hi. Oh, ein Haus wäre also noch drin. Na dann. Uff, uff. Geh schon mal vorne. Macht euch keinen Stress. Ich glaube, wir hätten die noch gar nicht gebraucht. Wieso? Achso, hier euch die Maschinen. Könntet ruhig mitmachen, ne? Die, die da hinten so vor sich rumgammeln. Wäre gar nicht so schlecht, ihr zwei. Okay. Muss mal gucken. Jetzt kommen wieder welche von da und von oben die Bogenschützen. Lass sie uns hier hinstellen. Habe ich 3 und 5 für die Mine. Mehr kann ich eh nicht machen. Achso, ich gehe schon mal runter und mache ein bisschen Schaden. Hallo. Oder auch nicht. Ich muss erstmal hochgehen, Schaden machen. Hallo. Ich hätte erstmal runtergehen, Schaden machen sollen. Oh ja. Okay, die Bogenschützen machen schon mal überhaupt keinen Schaden auf die Palisade. Ich kann hier mal reinsnacken. Hihihi. Guck mal, ich bin beschützt. Oh. Also dann geht der Tor. Oh. Ist das frech? Hui. Los, mein Vasalle. Töte sie. Ich liebe es, wie du deine Keule schwingst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Ja, ganz schön viel. Und von da kommen wieder Bogenschützen. Das ist egal. Von hier oben kommen noch welche. Vasallen. Folget mir. Auf dass die Verteidigung hier stehen möge. Und das hier. Und Bogenschützen, ne? Pass auf. Wir investieren erstmal 5 hier. Dann habe ich noch 8. Was denn? Schaden zu und verlange. Ah.
Cool. Aber hier ist das alles so offen. Da kommt die direkt von da oben. Machen alles kaputt. Würde ich das gerne erstmal alles ein bisschen safe auf der Base bauen. Bin mir unsicher. Bin mir unsicher. Welche Möglichkeiten gibt es da noch zum Bauen von Einheiten? So viel anscheinend nicht. Ach komm. Ihr könnt mitkommen. Dankeschön. Und ihr stellt euch hier hin. Ich gucke mir schon mal an, was von dort kommt. Oh. Kann ich bestimmt auch noch was bauen, was bogenschießmäßig ist. Ja, das ist eine sehr gute. Alter, der macht aber auch Damage. Ja, aber ich würde mal sagen, Saver holt hier. Wenn wir die kleinen Grenzen hier wegkriegen. Die kleinen Würmer. Der Rest ist easy GG. Ich möchte die Pfeile verfolgen. Eine Frechheit. So. Tot. Oh, tot. Easy. So, ich hätte gerne mehr Money. Oh, was ist das denn? Spikes. Stimmt böse. Dann würde ich sie gerne verlangsamen. Nicht hier hoch? Nee. Ah, nice. Was ist das denn? Hey. Die kleine Palisade. Wir werden jetzt hier einen dicken Turm hinsetzen. Dicken? Ich sollte mich erstmal ein bisschen ums Income kümmern. Drei. Fünf. Habe ich noch ein bisschen. Haben wir hier noch was? Oh, Bogenschützen wäre natürlich hier auch nice. Ja. Nehmen wir die Armbrustis. Soll ich upgraden für zwei? Ja. Komm. Und lieber noch eins. So, meine Lieben, ihr kommt mit. Ihr werdet euch direkt da unten hinstellen. Ich hätte gerne, dass ihr hier die Linie haltet. Oh, müssen sie echt den langen Weg gehen? Das ist hier wie 300. Wie hießen die Enge? Ich wusste das mal. Dass sie einen historisch korrekten haben. Die explodieren, die Mistdinger. Ja, cool. Das finde ich ja super doof. Wieso gibt es sowas? Das ist voll unfair. Nicht? Nein!
Geil. Das ist wirklich funny. Aber geht mir hier nicht auf meine lieblichen Ressourcen. Jetzt Spikes von da, ein 30er Angriff von da. Juicy. Aber vorher? Einheit bewegen sich schneller. Ja, komm. So. Ich nehme mich alle erstmal mit. Frage, die 30er Bogenschützen. Ich glaube, ich lasse ein paar Armbrustschützen hier stehen. Müssen ja von hier kommen. Also sie müssen ja so und so. Wenn ich jetzt. Nee, nicht alle. Jetzt nur eine Handvoll draußen hinstellen. Und ihr ein bisschen mehr hier für die Spikes. Dann sollte das doch klappen. Achso. Ach shit, waren das die Fliegenden? Waren die Fliegenden? Nee. Oh Gott sei Dank, ich dachte, das wären die Fliegenden gewesen. Ist cool, dass die alle oben lang gehen. Dreißig mit einmal. Okay, ich habe es vielleicht doch ein wenig unterschätzt, deren Angriffsstärke. Jetzt komm. Stationieren. Versucht man nicht alle gleichzeitig zu sterben, ja? Das wäre super cool. Ich fühle mich schon mutig hinter meiner Mauer. Ah, die Armbrustschützen, die rocken. Easy. Okay, 30. 12 von da und von da. Und hier von hier die Spikes. Wenn wir jetzt mal definitiv ab unsere Mauer upgraden, dann würde ich sie einfach kommen lassen. Mühle. Ich habe da oben jetzt gar nicht geguckt, ob man da noch irgendwas Cooles bauen kann. Naja, wir werden gleich rausfinden. Achso, wie kommen wir mit denen da unten klar? Sind schon relativ viele gestorben, als sie einfach nur hochgegangen sind, ne? Auf. Ich werde noch einmal Einheiten kaufen. Wenn ich kann, nämlich hier. Genau. Perfekt. Dann nehmen wir auch die Armbrustschützen. Fand ich eigentlich ganz knorke. Die stellen wir direkt hier mit auf. Dann lassen wir es geschehen. Mal, was passiert? Ja, das ist vollkommen. Ey! Sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also wortwörtlich, hier bitte. Das ist eure Aufgabe. Das ist ja frech. Okay, das war. Mit der Mauer ist das schon sick. Warte, ich helfe. Ich lenke den Riesen ab. Messer.
Wusstet ihr eigentlich, dass ich der Hit-and-Run-König bin? Okay, Hit, Run, Hit, Run. Okay, von hier kriege ich jetzt nichts, weil es zerstört wurde. Okay. Jetzt wird das erste Mal richtig interessant. Weil wir von drei Seiten angegriffen werden. Die ganze Front kann ich auflösen. Packen wir am besten hier hin. Kann ich ja hier auch eine Mauer bauen? Nee. Nur Häuser. Eine Mine. Nehmen wir auf jeden Fall. Die ist es wert zu verteidigen. Die Häuser bin ich mir nicht so sicher, ob ich die hier frontal hinsetzen will. Machen wir das Finanzielle. Noch ein Haus auf jeden Fall. Muss die. Also ich werde jetzt vorne hier nochmal die Mauer krasser machen. Und ich glaube, da werde ich nochmal Bogenschützen holen. Ah, geil. Aber das werde ich nicht von zwei Seiten verteidigt kriegen. Das wird definitiv kaputt gehen. Dann habe ich nichts davon in dieser Runde. Das heißt, den Aufbau muss ich mir mal wirklich aufsparen, wenn von dort nichts kommt. Das heißt, ich kann jetzt mal die upgraden. Bin schön da bleiben. Grade ich auch nochmal ab. Ich glaube, dann sieht das ganz gut aus. Schade, dass jetzt hier alles draufgegangen ist. Nicht hier noch irgendwas? Nö. Ist auch zu faul, hier auszureiten. Ah, was ist das denn? Stimmt, eine Mine. Ach, guck mal, da hätten wir es auch langsamer machen können. Nee. Das können wir uns aber merken, falls nachher ultra viele Gegner kommen, dass wir die immer noch slowen können da von der Seite. Na dann, auf! Tod und Verderben über euch. Heim über euch. Das Haus macht schon, also unsere Burg, weil macht schon mal richtig nice Schaden. Ihr müsst nicht rausgehen, ne? Das ist nicht so clever. Bin mal gespannt. Die Mauer hält. Ging das auch ganz halbwegs geschissen? Ich würde sagen, wir können uns nächste Runde rein um die Finanzen kümmern. Das war eine solide Verteidigung. Ich gebe der Verteidigung eine 5 von 10. Wehe, du machst die Mine kaputt, groß. Du Ahrgeige. Das ist wirklich der Einzige, der da oben durchgekommen ist. Okay. Immer wenn das zerstört ist, kriegt man von dort... Von allen Seiten Reiter. Das ist natürlich interessant. Das meinte ich nämlich. Ja. Wie slowen wir die Hölle zu? Wir werden hier schön all unsere Bogenschützen hinpacken. Also die hier. Den Trupp. Mal so viele. Ein paar Nahkämpfe hätte ich gerne noch für die andere Seite. So. Sollte den doch hier einen Heiden Spaß machen, oder was?
Dann packen wir euch. Was bauen? Euch. Hier hin. Ach komm, den Wall nehmen wir mit. Aber dann mache ich nur einen einfachen Wall draus. Der wird noch nicht komplett hochgepowert. Und da kommt nichts. Ja, komm. Kommt ihr hier hin? Den Wall nehmen wir. Jetzt könnten wir alles mal hochleveln. Und was haltet ihr davon? Wir stellen uns mit den maximalen Einheiten, die wir haben, hier hin. Setzen hier einen Wall. Das ist jetzt schon mal für nächste Runde. Wir werden hier alles zubauen. Aber erst wenn hier wirklich die Verteidigung richtig sauber steht. Dann kaufen wir die hier unten noch dazu. Das wird ein Spaß. Hier bleibt hier. Weg so ein Haus gebaut? Nö. Na? Kudos. Die scheinen die Stellung auch ganz sauber zu halten. Das ist in Ordnung. Bin überrascht. Ich hätte bloß eine Minimap, hätte ich total gerne, dass ich alles sehen kann. Wo, wie weit die jetzt sind und so weiter. Ja, guck mal, die rücken an und sind tot. Rücken an und sind tot. Ganz im Süden ist vielleicht noch interessant, weil die kommen ja auch nicht durch die fette Mauer. Hier werden sie an der Grenze gehalten. Vollkommen okay. Reicht total aus. Cool. Richtig, richtig cool. Okay, jetzt kommt der Heavy Shit. Also. Das Geile ist jetzt, wir können jetzt den Norden theoretisch voll ausbauen für die nächste Runde. Da kommt ja nichts jetzt. Was ich auch erstmal machen werde. Mit dem Gold, was denn übrig bleibt, werde ich die südliche und westliche Verteidigung versuchen aufzubauen. Und wenn denn wieder von hier was kommt, kann ich hier immer noch ein paar Defensivsachen bauen. Aber es reicht ja schon, wenn wir noch einen Trupp mehr bauen. Goldmine da oben werden wir eh nicht verteidigt kriegen, die hier hinten ist. Von der Warte aus. Ach komm, nee, 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 nee. Wir holen uns noch was. Wir gehen nochmal auf Nummer sicher. Weil diese Flugspikes, die können echt super nervig werden. Darum bitte einmal folgen. Und diese Positionierung aufrechterhalten. Ihr geht bitte alle runter. Guck mal noch, ob ich da irgendwie noch was slowen kann. Achso, ne, die kommen alle direkt von hier. Na dann wird das jetzt ein richtiger Spaß. Gold habe ich noch. Die werden automatisch geslohnt. Da kommen die. Haben wir noch irgendwelche
16, 16. Einheiten oder Defensivgebäude? Gucken, ob ich es eh nicht, mir nicht aussuchen kann. Okay. Ich würde gerne noch ein paar Einheiten nehmen. Und zwar kommt da ein guter Mischmast. Das heißt, ich nehme die Schwertkämpfer. Haben da gleich noch eine zweite Trupp mit. Bitte alle mit. Und stellt euch schön hier unten hin. Versucht mal die Mühle zu halten. Das wäre wirklich cool. Weil das Gold hätte ich doch schon ganz gerne in die Runde mitgenommen. Ich wette, die rennen gleich hier alle runter. Hier. Fernkampfschützen. So, na dann. Auf in die Schlacht. Ihr bleibt hier. Sehr gut. Da kann ich hier unten ein bisschen mitmischen. Halt, halt, halt. Die gehen außen rum. Ach, shit. Ich habe mich vertan bei den Einheiten. Oh, 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 oh. Ich dachte, das sind diese Flugdinger. Mitkommen. Aber ganz dringend mitkommen. Ah. Ich dachte, das wären die fliegenden Mistviecher. Okay, ist so Angriffsgebäude. Nicht schlimm. Ach, schade. Dann hätte ich die einfach alle runtergezogen. Na gut, was soll's. Der killt die jetzt alle. Alter. Okay, der produziert nichts. Oh, kommen nur von zwei Seiten. Von da kommen richtig. Alter. Wenn die nicht nachproduziert, weil der gestorben ist, das Gebäude? Macht er doch jetzt bloß, um mich zu ärgern. Ach nee, da sind sie. Unsere Schwertis. Na dann. Bitte einmal mitkommen. Euer König verlangt nach euch. Möget ihr die Front halten. Vielleicht helfe ich euch auch dabei. Mal gucken. Okay, ich werde die Mauer nochmal upgraden. Wo bringe ich alle? Ah, ich habe 59. Wo ist denn und wann ist denn das passiert? Hallo, wird das jetzt lustig? So. Und wuff. Kann ich hier bauen? Bestimmt noch so ein Slower, ne? Ja, den hätte ich auch gerne. Und die zwei Türme wären schon mal nice. Ist auch noch ein dritter. Kann ich hier noch Gebäude? Ja. Der wird der nächste Runde geupgradet. Ah, den Turm brauchen wir nicht. Ich denke, wir werden den hier nehmen. 5. Ich würde den auf 15 machen und oben auch noch einen auf 15. Ach, wir können ja auch noch unser Hauptgebäude. Ne, können wir nicht mehr upgraden. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Aber nichts. Ah, 16. Na gut. Ach, ihr kommt, ihr kriegt das schon hin. Ich bin noch dabei. Habt euch mal nicht so. Ihr braucht nicht voll krassen Verteidigungsturm, wenn ich dabei bin. Ich bin euer Verteidigungsturm. Ich liebe das Geld gerne für die letzte Runde. Komm hoch. Na komm. Nein, mir fehlt ein bisschen was. Na gut. Bin gespannt, wo ich gebraucht werde.
Lass uns kurz hier schauen. Werde ich hier gebraucht? Ja oder nein? Sieht nicht danach aus. Ich schau mal unten. Schneller! Ganz vergessen, dass ich sprinten kann. Achso, und ihr chillt hier rum oder was? Alter. Okay, die schaffen das easy. Dann helfe ich hier. Oh, oh. Das ist gar nicht gut. Nein, nicht mein Income kaputt machen. Ich hätte viel mehr nach hier oben setzen sollen. Hm. Oh. Ärgerlich. Ja, okay. Das war nicht so clever. Och, Mann. Hätte ich noch was im Süden gehabt, was ich machen könnte? Vielleicht cleverer gewesen. Aber gut, jetzt kann ich eh nichts ändern. Können uns nur auf die letzte Welle vorbereiten. Nur 53 Gold. Lächerlich. Ihr könnt eigentlich da stehen bleiben. Weil ich nicht weiß, wo wer spawnt. Das ist jetzt total random. Nur noch 53, das heißt, wir werden jetzt nochmal... alles in Einheiten pumpen. Das ist 32. Okay. Hab schnell den Kopf gerechnet. Ist bei mir zwar in der Regel keine gute Idee. Aber ich hab's mal gemacht. Na dann. Auf in die letzte Schlacht. Dass wir gewinnen mögen. Okay, sie kommt doch von allen Seiten gleichzeitig. Aber... sieht gut aus. Die machen ja richtig soliden Job. Dann helfe ich mal hier ein bisschen. Vielleicht kann ich die dann schnell wieder mit hochziehen. Das Sloan war eine gute Idee hier. Sehet und staunet und sterbet. Kommt hier vom Norden nichts. Ah! Die Schwertkämpfer machen sich langsam auf zur Verteidigung. Ihr macht das gut. Ich mag eure... euren Mut. Kühnheit. Unerschrockenheit. Den Wille, unser Land zu verteidigen. Auch wenn ihr brutal in Unterzahl seid. Ich denke mal, das wird ein Win. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Hey! Mach hier keinen Quatsch, junger Mann. Hallo! Auf den Belagerungsdude. Den da, genau. Ich möchte nicht, dass er weiter belagert. Weg. Push dich, danke. Ah, der Turm klärt das hier alleine. Die kommen hier oben auch langsam klar. Oh, und ihr seid bis ins gegnerische Gebiet vorgerückt.
stolz auf euch. Meine stolzen Vasallen. Oh, der ist übel, der ist übel. Komm, stirb. Aua. Aber ich glaube, da kommt nur einer von denen, ne? Oder zwei? Ich hab's jetzt nicht genau gesehen. Verteidigung. Steht. Jetzt folgt mir. Bitte hier hin. Und ihr hier bitte auch noch hin. GG, würde ich sagen. Na, was kommt? Kinderaufsehen wird jede Nacht eine sehr schnelle Wiederbelebung durchgeführt. Okay. Brennendes Öl, du hast ein neues Upgrade. Pfad für deine Verteidigungstürme freigeschaltet. Huhu. Felder bringen mehr Einkommen und haben mehr Lebenspunkte, sind aber auch teurer. Mehr? Ich wollte schon sagen. Nice. So, haben wir das auch gemacht? Ich mach mal ganz kurz 5 Minuten Päuschen. Wenn ihr noch kein Follow auf dem Kanal gelassen habt, würde mich das übelst freuen, wenn ihr das machen würdet. Das wäre wirklich cool für mich. Weil dann können wir viel mehr Indie-Stuff auch mal zusammenspielen. Und dementsprechend lasst ein Follow da, ich bin in 2 bis 3 Minuten wieder da. Es würde mich wirklich freuen. Bis gleich. Und dann machen wir die letzte Map. Also letzte Map, keine Ahnung, ob es die letzte ist. Wie schon gesagt, lasst ein Follow da, würde mich mega freuen. Bis gleich. You're not surprised.
So. Auf dass wir weitere Schlachten schlagen werden und weiterhin auf den Pfad des Krieges frohlocken. Wir bleiben aber bei Pfeil und Bogen. Finde ich eigentlich ganz cool. Was haben wir denn hier alles? Also das war ganz cool und das belassen wir auf jeden Fall. Income ist schon mal ganz cool. Wir machen es erstmal so. Und dann Daumen drück. Der Winter naht. Winter is coming. Baut jeden Morgen ein Schiff, maximal 5 Boote jedes. Oh, cool. 7 Stück, die kriegen wir doch so hin. Oh, direkt vor der Tür. Okay. Versucht die mal wirklich direkt auf mich zu ziehen. Dass die nicht unser Boot kaputt machen. Nein, 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 auf mich bitte. Dankeschön. Du nicht. Nein, nein, nein. Lass das Boot in Ruhe, junger Mann. Dankeschön. Von 14, 17 Tropfen. Okay. Auch immer diese Tropfen sind. Greift das Boot an oder nicht? Hab jetzt gar nicht gelesen, ob das Nahrung bringt. Schmiede. Oh. Aber wir haben überhaupt kein Gold. Scheiße. was mache ich denn? Was mache ich denn? Weil ich habe ja keinen Plan, was jetzt auf uns zukommt. Ich habe nur 4. Die können wohl offensichtlich nur von 2 Positionen kommen, von links und von hier unten. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Aua, aua. Könnt den Turm ruhig stehen lassen, habe ich kein Problem mit. Darf nicht gehen? Oh, der Turm steht! Keine Ahnung warum, wieso, weshalb, aber er steht. Ja, wir müssen jetzt aber ein bisschen in ein Gebäude setzen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich die Bogenschützen so gehandelt kriege. Okay. Das war dumm. Das war par excellence dämlich. Die machen auf jeden Fall noch nicht so viel Schaden aufs Boot. Ach komm. Okay, aber der Bootssteg wird überleben. Sagte er. Ganz selbstbewusst. Und er hatte recht. Immer hatte er recht. Okay, wir machen ein Upgrade. Und zwar das automatische Upgrade. Und wir machen gleich die 45. Und dann hoffen wir mal. Dass unser Home Tower ein bisschen was bringt. Ich gehe nicht davon aus, dass unsere Bauernhäuser überleben werden. Nee. Oh, ich sehe schon den Reset-Button. Ja, aber wirklich viel Schaden machen wir nicht.
Schade. Och Mann. Hätte ich das gewusst, dann hätten wir das anders gehandelt. Besser kriegen wir überhaupt kein Gold. Verteidigungstürme. Bogenschützen, ne? Okay, das läuft nicht gut bisher. Das läuft ganz und gar nicht gut. Ich glaube, ich würde gerne erstmal Nahkampfeinheit nehmen. Aber die. Die setze ich oben hin. Und hoffe aufs Beste. Lass die Boote in Ruhe. Bitte, 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 lass die Boote in Ruhe. Du bist ein Blödmann. Das Ding. Ich mag dich nicht. Du bist ganz doll doofe. Spikes kommt von hier. Och nö. Schön Flugdinge. Haben wir aber auch ein Pech. Oder auch nicht. Okay, die kommen jetzt alle von links. Die können wahrscheinlich nicht übers Wasser. Heißt, ich könnte auf jeden Fall hier ein Häuschen setzen. Nächste Runde geupgradet. Ich noch irgendwie anders inkam. Wahrscheinlich sonst nur durch die Boote. Das mal voll zu kriegen. Nehme ich euch mit. Und ich muss mir jetzt mal die Schmiede angucken. Weil das ist wieder so ein Belagerungsdulli. Das Bogenschützen. Ach komm. Armbrust-Tinies. Setze ich hier noch hin. Und. Ja, komm. Nehme ich auch noch das Schwertkämpfer. Setzen wir hier auch noch hin. Ein Haus. Sehr gut. Okay. Na dann, los geht's. Du machst hier nichts mehr kaputt. Achso, ich habe die doch alle rübergezogen, dachte ich. Stirb. Nein! Die können da rüberschießen. Was war das? Das war ein Haus, ne? Ah, das ist nicht gut.
Ist auch eine doofe Position für ein Haus. Aber wir können keine Mauern setzen. Das ist echt schade. Ich glaube, wir drehen das Ding noch. Es kommt nur auf die richtige Anzahl von Milizen an, habe ich das Gefühl. Türme sind wie immer maximal okay. Mehr auch nicht. So, von wo kommt jetzt der Feind? Von unten. Ja, direkt aus der Höhle? Bestimmt, ne? Hm. Gleich ein Upgrade drauf. Hier. Ah, ich würde schon ganz gerne im Schutze unserer Festung kämpfen. Gar keine so schlechte Idee. Aber guck ich mir mal die Upgrades an, die hier gehen. Wenn ich es mir überhaupt leisten kann. Ja. Wovon haben wir mehr? Im Moment haben wir mehr Nahkampf. Dann machen wir auch ein Nahkampf-Upgrade. Was ist der nächste? Ach so, das muss erst noch erforscht werden. Gut, gut. Ja. Dann ist das so. So, wir knüppeln jetzt hier alles mit Häusern voll. Wir müssen auf jeden Fall die Line halten. Weil danach können wir den upgraden und danach sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Ja, wenn die hier nicht alle durchgehen würden. Könnt ihr bitte auf die hier gehen? Danke. Damit hat sich unser Invest gerade in nichts aufgelöst. Obwohl, wir haben so viel gebaut. Achso, tot. Gar nicht aufgefallen. Tja, mit so einer Engstelle werden sie nicht gut genannt. Ich wünsche dir eine wundervolle Nacht, mein lieber Isilda. Okay, sind das jetzt die fliegenden Oschis? Ich glaube, das sind die fliegenden. Wenn das jetzt die fliegenden sind, dann sind das die kleinen Bohre. Ich glaube, ich setze hier noch Türme hin. Sind wir hier. Hier unten werden wir eh nicht verteidigt kriegen. Ach, auch dumm. Na gut, wir schauen mal, was passiert. Uiuiuiui. Okay, es waren die Fliegenden. Oh Gott sei Dank. Dann haben wir doch einen guten Job gemacht. Für die Flugdinger sollten wir eigentlich genug Defense haben. Dann wird es ja richtig Gold regnen nächste Runde. Wenn die jetzt hier nicht zerstören.
Komm schon. Oh, nein! Aber ich krieg doch was durch die Boote, ne? Trotzdem. Nein! Das wäre so gut gewesen. Das wäre so insane gewesen. Achso, die Boote haben sie auch kaputt gemacht. Okay. Oh, Mann. Da kommt jetzt... Alter Vater. Da kommt jetzt aber eine ganze Menge. Ja. Kann ich denn hier was hinsetzen? Ach, eine Mine. So offensiv? Hm. Hier, kommt mal bitte mit. Hier hin. Und hier noch mit. Da einmal hier hin. Oh Mann, das wäre so gut gewesen. Ach, die kommen alle von da links unten. Okay, habe ich mich verguckt. Na, dann wird das ja jetzt ein knalliges Invest werden. Die das einfach nur alle überleben. Also wenn ich es schaffe, dass die wirklich hier draußen bleiben. Ich rüste einfach nochmal Einheiten nach. Einen wundervollen Abend, Herr Talarius. Nimm die 8. Und grade auch noch den ab. Vielleicht nehme ich auch dann die Nahkämpfer mit. I'm not sure. I'm not sure. Weil ein Upgrade könnte ich noch mal... Na komm, ich nehme noch eine Packung Nahkämpfer mit und stell die da unten hin. Dann wird es nächste Runde Geld regnen. Hey, kommst du denn hier? Haben wir da Schwertkämpfer? Ja. Die nehmen wir auch noch mit. Na, ich bin voll im Baldur's Gate Fieber. Du weißt, sag mal, weißt du überhaupt, dass das Spiel 60 Euro kostet? Das habe ich noch gar nicht, haben wir noch gar nicht geklärt, ob du dir das überhaupt voll kaufen willst. Weil ich will es mir definitiv holen. Ist mir jetzt bloß mal so spontan eingeschossen. Na dann, auf in den Krieg. Er stackt. Das ist ja ausgezeichnet. Ja, ich habe ja auch schon die ganzen Videos mir angeguckt. Also viele Videos darüber. Und ich habe so unendlich viel Bock auf Baldur's Gate. Nicht mich töten. Nicht mich töten. Das wäre so super. Okay, die Mauer hält nicht. Irgendwie habe ich ein bisschen gehofft, dass die Mauer hält. Oh Gott, da kommen ja super viele durch. Okay, ich glaube, das wird ein Fehlinvest hier. Obwohl, da, die kommen gut schnell nach. Wenn die jetzt nicht auf die Idee kommen, hier rüber zu schießen. Ja. Ich muss die Großen rauskriegen. Nein, 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 nein. Oh. Oh, bitte lass den Hafen stehen. Bitte lass den Hafen stehen. Das wäre so toll, wenn ihr den Hafen stehen lassen könntet. Bitte. Bitte, 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 bitte. Der Hafen ist so tot. Oh. Das ist alles Income hier. Ach, Manu.
Ich habe das Spiel schon gekauft, runtergeladen, schon mal erst 5 Minuten angespielt, um zu gucken, wie es ist. Exzellent, dann kann ich das heute auch machen. Ich habe nämlich noch die ganze Zeit gewartet, bis du das machst. Sehr gut. Oh, ich freue mich schon so drauf. Ich freue mich schon so drauf. Ich habe nur 34 Gold. Das ist nicht gut. Jetzt kommt hier ganz, ganz viel Stuff von unten direkt. Aber wir haben auch noch den letzten Turm noch gar nicht gebaut. Ach komm, wir brauchen die Heilaura, glaube ich, auch noch für unsere Einheiten. Vor allem, wenn da gerade alles so gekappelt ist. Ein Gold fehlt. Ein Gold fehlt. Okay. Das wäre richtig cool. So. Hier kommt ganz viel. Und was? Wir können jetzt Mauern bauen. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Es geht jetzt. Okay. Oh, ärgerlich. Können wir hier noch setzen? Können wir das jetzt auch nochmal upgraden? Nee, weil hier irgendwie so ein Punkt ist. Ach nee. Okay, na dann. Puh, Abteilung Attacke. Das muss jetzt klappen. Ach du Scheiße, da kommen nur noch 2 Wellen. Oh nee, ne? Nein, die Flugdinger, die gehen direkt rüber auf den Hafen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh Gott sei Dank, das spawnt genug nach. Oh, lass mir den Hafen heilen. Unser Main Income ist schon wieder hin, ey. Na toll. Das ist ja super blöd von mir gewesen. Ah. Ey, noch ist hier nichts verloren, Leute. Noch ist hier nichts verloren. Jetzt lass uns mal überlegen. Ich weiß nicht, wie wir das retten sollen. Kein Schimmer. Ich gehe davon aus, dass hier jetzt wieder alles drauf geht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt versuchen sollte zu verteidigen. Aber ich kann hier erstmal auch mal so setzen. Ich hätte bloß gern eine Runde gutes Income gehabt. Eine Kacki-Runde gutes Einkommen, das wäre es gewesen. Okay, wir versuchen es. Durchatmen. Los. Die Mauer steht. Die Mauer steht. Steht. Mann, warum? Hätte ich die viel früher gehabt, dann hätten wir so viel krassen Stuff. Dann hätten wir so viel Kohle, ey. Okay, die kommen jetzt hier aber natürlich von allen Seiten. Okay, die Mauer ist schon mal gut erholt. Die wird einbrechen, aber... Ja, wir hätten das viel früher machen müssen. Ach Mann, wie ärgerlich. Ärgerlich.
Komm, komm. Und jetzt alles rüber. Komm, 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 komm. Ihr schafft das, ihr schafft das, ihr schafft das. Und hierher, komm. Die laufen weg. Geil. Ich muss mal fragen, hört man die Alerts überhaupt? Weil ich höre die nicht. Na los, komm doch rum. Die laufen tatsächlich weg. Aua, 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 ich bin gleich tot. Einmal raus, tot. Ja, aber die sind ja auch nicht so lang. Ich glaube, ich muss die mal leiser stellen. Ich sage, das wird ein Win. Und wichtig ist, dass dieser Hafen uns erhalten bleibt, weil der einen massiven Income macht. Fragezeichen? Was soll denn das jetzt? Wieso ein Fragezeichen? Und wieso drei davon? Das macht mich jetzt nervös. Und es ist die letzte Runde. Habe ich schon wieder einen Witz oder was? Dann alles in Einheiten. Warte mal, ich brauche hier... Ah, Mann! Kann ich noch einen Turm bauen? Mit, toll, jetzt weiß ich nicht, ob der noch was bringt. So. Mit Öl hätte ich gerne noch einen. Dann brauche ich noch einen hin. Okay, bringt nichts mehr. Okay, Freunde. Reißt euch zusammen. Geht in die letzte Schlacht. Weiß ich schon, welche Klasse ich spielen will. Ich habe noch gar keinen Plan. Sollte ich mir darüber Gedanken machen, bevor wir anfangen? Was meinst du? Oder wollen wir es spontan entscheiden? Puh, okay, es geht los. Was bist du denn? Gut, du kotzt also Gegner. Gut zu wissen. Und ihr steht da einfach rum. Ey, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr mal bitte in die Schlacht ziehen? Bitte, 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 bitte. Ey, das kann jetzt wohl nicht wahr sein. Ihr sollt angreifen. Ich brauche euch alle. Hm. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist aber nicht so schlimm. Es darf bloß nicht die Nachschublager dürfen nicht zerstört werden. Irgendwas nehmen. Okay. Aber hast du denn schon eine Idee, was du nimmst? Achso, meine Wahl, okay, an meine, okay. Also wenn du was hast, was du gerne spielst, orientiere ich mich auch an deine. Und dann können wir ja die Gruppe sowieso noch ausgleichen. Muss ja jetzt nicht safe sein. Mal mit, bitte. Was macht er hier? Geht doch. Okay, davon hätte ich viel, viel mehr gebraucht.
Heide, nein, Heide, nein, Heide. Ja, Alter. Muss ich jetzt hier eigentlich die Wellen überleben oder was macht der? Na dann, auf, auf! Oder ist das seine Aura? Nee, der kriegt schon Schaden. Kann ja eh nichts machen, großartig. Ich habe gerade keine Ahnung, wie es im Lager aussieht. Aha, okay. Das sind also die ganzen Angriffsphasen. Ach Mann. Ja, wir hatten viel zu wenig Gold. Viel, viel zu wenig zum Schluss. Du bist dauerhaft in das Upgrade-Pfad für das Schlosszentrum der Stufe 2 freigeschaltet. Dir deinen Angriffsschaden deutlich erhöht und die Abklingzeit deines Spezialangriffs verringert. Ah, cool. Die Bauoption der nächsten Bewusstsein ist bereits freigeschaltet. Das bedeutet, dass du schon früh im Spiel mehr Bauoptionen hast. Finde ich auch nice. Das finde ich auch nice. Alter, dann gucken wir uns das nochmal an. Ja, Bauoption finde ich gut. Wir machen erstmal ohne Mali. Bleib beim Bogenschützen, bleib beim Bogenschützen. So. Den. Und los. Hit and run. Hit and run, ne? Das heißt, wir können jetzt auch viel, viel früher Mauern bauen. Das heißt, wir können unsere Gegner lenken. Das heißt wiederum, dass wir viel, viel krasser sind. Ich halte die Mauern für essentiell für diesen Game. Wir brauchen nur ein Upgrade machen, schon haben wir die Mauern. Zumindest die Palisaden. Okay, hier kommen jetzt 17 Dudes. Die hätte ich schon ganz gerne weg. Machen einmal da Kämpfe. Wir kämpfen schnell gehen extra Schaden zu und verlangsamen sie. Ja, komm. Brauchen wir jetzt. So. Vielleicht kommen die Flugviecher, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Nee, Armbrust. Ja, noch besser. Machen nämlich kaum Schaden. Was für trotzdem ein Gold, ne? Machen wir erstmal ein Kamm hoch. Nein. Erstmal etwas Income. So, meine Vasallen. Sterbt für euren König. Kannst du bitte angreifen, Schloss? Danke. Find ich super cool von dir. Ich jetzt 7? Komm, gib mir 7. 7. Hm.
die Spezialität deine Waffe genau zum Ablauf der letzten Ablenkzeit einsetzt, für die nächste Ablenkzeit 100% Schaden. Ja, ach, drauf geschissen. Wir wollen mehr Geld. Achso, jetzt kommen viele kleine Gegner, ne? Mal wieder. Das ist okay. Ja, das sieht gut aus. Stirb. Nein, nicht die Bauernhäuser. Genau, greif die Dudes an. Hier, mich zum Beispiel. Nicht die Häuser. Nein. Ich habe nein gesagt. Ah, nicht die. Nicht die Bauernhäuser. Oh Gott, das war noch schlechter. Oh, ich hätte mehr Einheiten bauen sollen. Toll. Jetzt haben wir nicht ein Gold davon gekriegt. Richtig gut. Ach, Mann. Es ist okay. Wo ich jetzt hier einen Wall. Hier einen Turm. Kann ich mir nicht leisten. Verdammt. Alles ärgerlich. Aber wir schaffen das. Und ich bleib schön safe dahinter. Na gut, ich komme raus. Oh, geht kaputt. Die Speerkämpfer machen das erstaunlich gut gegen Nahkämpfer mit Schild. So, voller Income. So bleibt es jetzt. Jetzt kommen Flugdudes. Dafür bauen wir. Wo ist er denn? Den Kampf. Ich mag die Bogenschützen eigentlich ganz gerne. Also die Langbogenschützen. Sind gut gegen viele kleine Gegner. Die bleibt hier. Und die Runde setzen wir jetzt. Fernkampf, Nahkampf, komm, Fernkampf. Und Money Generation. Also ich gehe jetzt davon aus, dass jetzt mal ausnahmsweise keiner durchkommt. Genau, stellt euch mal schön weit vorne hin. Das ist gut. Oh, fühlt sich das gut an. Verteidigung, die steht. E-Z-G-G. So, dann haben wir da hinten jetzt Armbrustschützen. Ich hab noch das gern erstmal upgraden. Haben wir hier Nahkampf? Dann mache ich Schwertkämpfe. Stellt euch bitte alle hier hin. Kann ich die Maus schon upgraden? Nö. Kann ich denn wirklich erst nächste Stufe? Hallo, meine Bogenschützfreunde. Werdet ihr so gnädig und stellt euch auch hier vorne hin. Wenn die nur aus einer Richtung kommen, ausnahmsweise sollten wir das auch mal nutzen. Habe ich noch 10. Habe ich noch 10. Komm, invest. Nein, oh Gott sei Dank. Hast den Turm gebaut? Das wollte ich doch gar nicht. Totaler Quatsch.
Ihr müsst nicht auf dem Belagerungsdude. Ihr könnt die Bogenschützen angreifen. Da bin ich total cool mit. Dafür habe ich euch gekauft. Der ist eh langsam jetzt. So langsam. Guck mal, wie langsam der ist. Achso, der ist gar nicht da. Hä? Wo ist der denn? Oh, oh. Umgefallen wegen nicht umgeguckt. Aber wo ist denn der Rambock? Och, komm. Darf ich nicht mal... einmal durchatmen hier. Nur ein klitzekleines bisschen. Da, ey, was soll denn das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, komm mit. Ja, okay, sehr schön, sehr cool. Und hier runter. Da wurde eine andere Richtung angesagt. Was soll denn das? Ey, ist das ein Beschiss. Kommt er einfach aus der anderen Richtung. So ein Dreckskerl. Ah. 25. Kommen alle von unten. Jetzt auf jeden Fall ein Fall. Nicht schon upgraden? Heilungsaura? Ah, kostet 10. Das ist ja ärgerlich. Mit großem Ä. Ach komm, ich mach noch ein paar kleine. Gott, ich habe so wenig Einheiten gefühlt. Spannend. Oh. Okay, die gehen gut durch gegen organische Einheiten, aber gegen Palisade? Ich habe nichts gesagt. Ich habe absolut nichts gesagt. Aua, 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 nicht auf mich. Nicht mir wehtun. Nicht aua machen. Vielleicht haben wir es ausnahmsweise mal geschafft. Dass ohne, dass irgendwas, was uns Income macht, kaputt geht. Ich meine, ihr könnt zwar gegenhauen, aber... das ist ja auch noch platt machen. Ich glaube, ich habe gerade ganz schönes Glück. Dass die eher Interesse haben, die Mauer zu zerfressen, als alles andere. Wenn die jetzt einmal durchgerannt hätten, wir ein Riesenproblem gehabt. So? So sag ich, na und? Bin mir jetzt nicht sicher, ob das die fliegenden Einheiten sind oder nicht. Ich glaube, ich würde, wenn ich könnte... mal einen Bogenschützen holen. Vielleicht sogar nochmal. Gold in Kampf stimmt jetzt. Ach komm. Dann grade ich auch schon mal eine Mauer ab. Weil falls sie es nicht sind, ist auch egal. Dann rennen sie gegen die Mauer. Okay, es sind die die Fliegenden. Sollten wir eigentlich genug Verteidigung für haben.
Ey, ey, oh nein. Nicht. Jo, gute Nacht, Laborex. Hab noch einen wundervollen Abend. Oder Nacht, besser gesagt. Ist ja bald schon wieder morgen. Ja. Cool. Gut, ich will mehr. Ich will mehr. Kommen jetzt alle von links. So. Jetzt schlägt die Grunde ganz genau. Ja, das Ding ist, ich habe schon geguckt, ich glaube um 11 p.m., ne? Geht's für uns los. Ey, wenn er jetzt wieder außen rum geht, presse ich einen Besen samt Stiel, ey. Ich mach mal die hier. Ich will das Gold haben. 17 Uhr? Das ist ja noch blöd. Ja, richtig doof. Erstmal da die 8 rein. Dann hab ich da eine Mauer, Bogenschützen haben wir immer voll. Ah, ach. Nee, ich will nochmal Einheiten. Ich will nochmal Armbrustschützen. Zweimal. Zweimal habe ich gesagt. Also, ihr könnt eigentlich hier bleiben. Und den Rest wieder in Häuser. Häuser. Das ist kein Haus. Ach, hier. Und los geht's. Muss mal gucken, nicht, dass die rechts lang gehen. Könnt ruhig ein bisschen noch zurückgehen. Und dann schön in die Enge. Ja, 17 Uhr. Okay, alles klar. Ja, ich gucke dann mal morgen, dass ich so früh wie es geht online sein kann. Ich versuche mal schon gegen 19 Uhr, aber das muss ich nochmal abklären. Ja, los, kommt. Bitte. Lass den Hafen heile. Wir wollen nur ein Boot bauen. Nein. Nicht das Nachschubgebäude kaputt machen. Unterlasset das. Ist klar. Ich bin drauf gespannt, wenn meine Dreijährige versucht, einen Healer zu spielen. Oder mein Nulljähriger. Kann natürlich auch mitmachen. Ja, ich würde sagen, die Defense haben wir hier. Safe Ding. So, jetzt kommt nämlich das Big Money rein. Wie viel hatten wir im letzten Run erst nach keine Ahnung wie viel Runden? Oh. Soll ich alle mal hier hinstellen, bitte? Frage, kriege ich hier noch irgendwo Geld rein?
Könnte da unten. Der ist clever für eine Runde. Für 1, 2. Hier definitiv noch einen Wall, einen einfachen. Ich bin mir unsicher. Okay, die kosten schon mal 16. Kann ich hier erstmal gucken, ob ich das günstiger kriege für 8? Ja. Ja, auch mit. Auch mit. Der ist full. Ihr könnt einmal alle mitkommen. Das Problem ist, ich würde ja hier immer gerne so positionieren, dass sich die Bogenschützen hier hinter der Mauer bleiben. Aber ab dem Moment, wo der Gegner kommt, haben die immer Bock rauszurennen. Na, reicht nicht. Rote kann ich nicht upgraden. Dann alles in die Häuser. Ach, ist ja gleich schon wieder Finale. Oh nee, ne? Ey, das ist nicht euer Ernst. Ja, cool, die kriege ich niemals alleine verteidigt. Dass die aber auch immer fliegen, wie sie wollen, ne? Das ist bekloppt, ey. Das ist so bescheuert. Aber gut, sie haben nur ein bisschen Income kaputt gemacht. Nicht alles. Okay, jetzt wird's spannend. Wir lassen alle so, wie sie sind, von der normalen Positionierung. Weil das kriege ich eh nicht gehandelt. Wir haben noch 48. Oh, das sind Türme. Das war jetzt nicht so viele. Wie gesagt, zwei. Aber hier hätte ich gern das Defense, weil wenn die kommen, kann er darauf schießen. Ich bin hier, da und dann haben sie hier noch die Gasse. Ist schon halbwegs sinnvoll. Kommen eh rausgesprintet. Ja. Und die kommen auch rausgesprintet. Sollten zumindest. Vielleicht packe ich die auch. Hier lieber direkt ein bisschen an die Mauer. So, Daumen drück und los geht's. Okay, es war so klar, es kommen natürlich alle gleichzeitig. Also alle Gegner. Wenigstens ein bisschen gehofft. Hey, ihr seid ein paar Flitzpiepen, ne? Bleibt doch einmal hinter der Mauer. Danke. Und ihr positioniert euch auch irgendwo weiter hinten. Guck mal, hier ist doch perfekt. Stellt euch hier hin. Oh. Oder rennt in den Gegner rein. Könnt ihr natürlich auch machen. Oh wow. Wie ist das? Achso, okay, die sind an der Mauer. Oh, ich dachte, hier wären schon alle gekillt worden. Ja, also das werde ich hier unten mal wieder nicht halten können. Oh, vielleicht doch. Gar nicht so schlecht aus. Vielleicht waren die Verteidigungstower jetzt hochzuziehen doch gar keine so schlechte Idee.
Das mit dem kochenden Öl ist natürlich praktisch, weil es jetzt viele kleine Feinde sind, ne? Relativ viel wegmachen. Kommen von da und müssen eh erstmal außen rum. Ja, komm. Hier noch einer hin. Und mehr haben wir nicht. Auf! Töte ihn! Das war die erste Welle. Und wo kommt die zweite? Da. Guck mal, aber der Turm schießt, der macht Schaden. Und ihr zwei, ihr habt eine geile Zeit einfach nur. Die zwei hier, die haben gar keinen Bock. Die haben sich gesagt, gehen wir mal raus. Bisschen spazieren. Ist auch gutes Wetter. Nein, ich will nicht, dass die Türme drauf gehen. Die sind gut. Die sind richtig, richtig gut. Ich hätte hier alles vollpflastern sollen damit. Aua! Lass das. Der geht aber schnell runter jetzt. Hier ist doch keine Mauer gefallen. Also doch die Palisaden hier. Aber die ist eher nicht von Interesse. Mach die Mauer zu, mach die Mauer zu. Los, zumachen. Okay, drei Stück noch, das schaffen wir. Bestimmt jetzt. Oh nee. Lauf, Forrest, lauf, 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 lauf. Ich brauche eh keinen Income. Meine Nachschubgebäude sind auch immer noch intakt. Der Tower hier, die war eine gute Idee, glaube ich. Ja. Guck mal, wie die zerschmelzen, die Gegner. Richtig gut. Richtig, richtig gute Idee. Down. Geh down. Oh, eine noch. Ey, lass dir mein Hauptgebäude in Ruhe. Hallo. Could you please the fuck not?
Gewonnen. Das nenne ich mal ein glorreiches GG. Vorgeschaltet, dauerhaft, Upgrade-Fahrt. Okay, cool. Wir können Schwert kämpfen. Heizschwert. Aha. Kommt jetzt irgendwas Neues dazu? Nö. Und das war's schon. Naja, wir haben auch nur 6 Euro dafür bezahlt. 2-3 Stunden Spaß, dann noch ein bisschen Upgrades, beziehungsweise noch ein bisschen Score-Hunting betreiben. Und dann hat man das Geld schon raus. Also, dann war's das auch schon mit unserem Stream für heute. Das war kurz und knackig. Schönes Spiel, kann man gerne machen. Ist nicht zu tief, wie man gesehen hat, glaube ich. Macht aber auf jeden Fall Bock. Ist im Early Access, kostet 6 Euro oder 7 Euro. Also so für nebenbei kann man es auf jeden Fall gerne machen. Hat definitiv Spaß gemacht. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Lasst mir gerne ein Follow da, das würde mich mega freuen. Es gibt eine wundervolle Animation für euch, wenn ihr jetzt drückt, personalisiert, nur mit eurer Schrift. Und ansonsten bin ich raus für heute. Ich freue mich schon sehr, sehr auf morgen. Ich werde jetzt noch den Download für Baldur's Gate 3 anklicken, damit der liebe Tai und ich morgen zusammen nur das Feinste von Feinsten euch präsentieren können. Und dementsprechend habt noch einen wundervollen. Heute ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Mittwochabend. Macht's gut. Macht's besser. Bis dann. Tschüss.